Vor 100 Jahren verschwanden die armenischen Christen aus der Türkei. Bis zu 1,5 Millionen wurden getötet. Ein Völkermord, begangen von den Türken, sagen die Armenier, den die Türkei leugnet. Das christliche Armenien und die muslimische Türkei, bis heute sind sie verfeindet, bis heute sind die Grenzen geschlossen. Viele Armenier, die in der Türkei geblieben sind, mussten zum Islam konvertieren. Ich bin Armenierin. In mir fließt armenisches Blut. Armenien soll endlich damit aufhören, die Türkei in die Knie zwingen zu wollen. Wie ein Fluch liegt die Frage, ob es ein Völkermord war oder nicht, über beiden Ländern, über Armenien und über der Türkei. Für die Türken ist die Vergangenheit wie ein anderes Land. Staatsgründer Atatürk hat Konstantinopel offiziell in Istanbul umbenannt, das Land umgekrempelt und radikal modernisiert und dabei die Erinnerung an das, was vorher war, so gut wie ausgelöscht. Die Galata-Brücke verbindet das Bazarviertel mit Beyoğlu. Vor einem Jahrhundert wohnten hier vor allem Armenier und Griechen. Danach haben Türken ihren Platz eingenommen. Ich habe keine Probleme mit Armeniern oder mit Griechen oder mit Kurden. Probleme haben nur die Politiker. Das ist alles nur Politik. Die Armenier sollen nicht in unsere Türkei. Warum? Hier ist ja noch nicht mal genug Platz für uns. Die Grenzen sind zu, aber sie kommen trotzdem rein. Aber wir haben doch eine lange Freundschaft mit den Armeniern. Schau dir all diese Gebäude hier an, das alles haben Armenier gebaut. Na und? Weißt du, wer diese Brücke gebaut hat? Das waren Armenier. Oder auch das Gebäude dort. Das alles haben armenische Handwerker gebaut. 1915 haben die Armenier doch auch türkische Dörfer überfallen. Und die Türken, also wir, haben uns gewehrt. Ein wahrer Türke bestreitet das auch nicht. Es war halt Krieg. Die Türken haben gekämpft, die Armenier haben gekämpft. Die Brücke führt zum Bazarviertel. Waren aus allen Teilen des früheren Osmanischen Reiches werden hier seit Jahrhunderten gehandelt. Oben, über den Dächern des Bazars, schmieden die Brüder Demirci silberne Platten, Schalen und Kerzenständer. Ihr Nachname ist türkisch, untereinander sprechen sie türkisch, aber sie sind armenische Christen. Ihre Familien gehören zu den wenigen, die in der Türkei geblieben sind. Wir, die Armenier, die hier leben, haben diesen Beruf von unseren Vätern gelernt. Es ist traditionell in der Familie geblieben. Wir machen diese Arbeit, weil Armenier früher viele Berufe nicht ausüben durften. Etwa als Beamte, Polizisten, Anwälte. Deswegen mussten unsere Vorfahren das machen, was übrig blieb. Wie dieses Silberhandwerk. Wir arbeiten hier von klein auf, haben hier unsere Ausbildung gemacht. Ich beherrsche also nicht nur diese Feinarbeiten. Jeder hier kann auch die Arbeit des anderen machen, wenn auch nicht gleich gut. Traditionelles Handwerk wird mehr und mehr vom billigen Kitsch und Fakes aus China verdrängt. Aber im Silberbazar, da sind die Preise hoch, sehr hoch. Die armenischen Demirci-Brüder liefern ihre Ware an den türkischen Händler Mehmet Sosahin, der sie weiter in alle Welt verkauft. Die großen Geschäfte werden nicht im Laden gemacht. Der Silberhändler verdient sein Geld mit reichen Arabern vom Golf, die sich die armenische Silberkunst gerne in ihre Häuser stellen. Für uns ist es nicht wichtig, ob einer Armenier, Jude oder Moslem ist. Wir sind hier Brüder. Wir arbeiten hier alle gemeinsam.
Mehmet hat das Ladenlokal. Wir sind sein Lieferant. Er achtet nur auf die Qualität. Ob wir Muslime sind oder nicht, spielt keine Rolle. Die Zusammenarbeit sei genauso gut wie früher bei ihren Vorvätern vor 1915. Zwischen unseren Völkern gibt es keine Probleme. Das, was die Politik der beiden Länder macht, interessiert uns nicht. Wir, die wir in der Türkei leben, haben wirklich keine Probleme mit den Armeniern. Wenn ich könnte, würde ich dem Präsidenten sagen, dass es der Wunsch beider Seiten ist, dass es Frieden gibt, dass die Grenzen geöffnet werden, dass diesem Streit endlich ein Ende gesetzt wird. Das wünschen sich doch alle. Aber der türkische Staat hält fest an dem Bild vom christlichen Armenier als Staatsfeind, der sich immer gegen die Türkei aufgelehnt hat. Schüler lernen das spätestens im 10. Schuljahr im Unterricht, erzählen diese türkischen Mädchen. Sie müssen auswendig lernen, was im Geschichtsbuch steht. Am 24. April 1915 wurden die armenischen Parteizentralen geschlossen, Dokumente beschlagnahmt und die Funktionäre verhaftet. Und dies wurde im ganzen Land verkündet. Alle Armenier, die mit den Russen gemeinsame Sache gemacht haben, wurden zu ihrem eigenen Schutz in ein sicheres Gebiet des Osmanischen Reichs nach Syrien gebracht. Dass das angeblich sichere Syrien eine Wüste war, in der viele Armenier verhungerten und verdursteten, das steht nicht im Buch. Und kritische Nachfragen sind im türkischen Schulsystem nicht erwünscht. Wir haben mit unserer Geschichtslehrerin eine Diskussion begonnen. Sie sagte uns, dass es keinen Völkermord an den Armeniern gegeben hat, sondern dass die Armenier Völkermord an uns begangen haben. Daraufhin haben wir Fragen gestellt. Ich habe ihr erzählt, dass aus dem Dorf, aus dem meine Familie kommt, die Armenier deportiert worden sind und Türken angesiedelt wurden. Doch die Lehrerin wollte darauf nicht eingehen. Die Schüler sollten sich an das halten, was im Buch steht. Punkt. Die meisten Türken sehen es genauso. Einen Völkermord hat es nicht gegeben. Einer der vehementesten Leugner ist der nationalistische Politiker Doğu Perinçek. In der Istanbuler Zentrale seiner Vaterlandspartei sammelt er Beweise, die die These vom Völkermord widerlegen sollen. Zahlreiche Schriften hat er veröffentlicht, auch auf Deutsch. Unter der Überschrift Die Lüge vom Genozid an den Armeniern. Als der Erste Weltkrieg anfing, kämpfte die Türkei an verschiedenen Fronten. Auf der einen Seite in Gallipoli im Westen, auf der anderen Seite im Osten gegen die Russen. Armenische Banden wurden von den Feinden mit Waffen ausgerüstet und gegen die Türkei aufgestachelt. Er spricht von einer Art Bürgerkrieg, bei dem es zu Gräueltaten auf beiden Seiten gekommen sei. Mehr sei da nicht gewesen. Denn bis 1948 gab es ja den juristischen Begriff des Völkermords nicht. Er wurde erst 1948 von den Vereinten Nationen verwendet. Das heißt, was vorher geschehen ist, kann kein Völkermord gewesen sein, da es den Straftatbestand nicht gegeben hat. Perinçek wird für diese Haltung von seinen Leuten gefeiert. Und er geht für sein Recht auf Meinungsfreiheit bis vor höchste Gerichte. Weil er in der Schweiz wegen der Leugnung des Völkermords verurteilt wurde, klagt er in Straßburg vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und hat es dort mit einer prominenten Anwältin der Gegenseite zu tun. Armenien wird von Amal Clooney vertreten, der Frau des Hollywood-Stars George Clooney. Wir könnten erdrückende Beweise vorlegen, dass die Massaker, bei denen über 1 Million Armenier getötet wurden, heute als Genozid bezeichnet würden. Zeitgenössische Pressefotos zeigen Todesmärsche und Konzentrationslager, in denen tausende Armenier umgekommen sind. Es gibt Bilder von Enthauptungen, verbrannten Körpern, Armeniern zusammengepfercht in Zugwaggons auf dem Weg in die Wüste. Es gibt Berichte über das blutgetränkte Wasser des Euphrats. Es gibt Augenzeugenberichte und Zeitungsartikel, etwa in der New York Times. Einer berichtet über den radikalen Beschluss des führenden osmanischen Politikers Talat Pascha. Zitat: In der Türkei ist kein Platz für Christen.
Auch wenn der Völkermord an den christlichen Armeniern von vielen Türken geleugnet wird, das Ergebnis stellt keiner in Frage. In der Türkei leben fast nur noch Muslime. Die Christen sind verschwunden. Wir reisen von Istanbul in den Osten der Türkei nach Diyarbakir. Der Tigris ist hier noch kein Strom, sondern ein kleiner Fluss. Mächtige Mauern umgeben die Stadt. Die größte Stadtmauer der Welt, heißt es. Bis 1915 war Diyarbakir eine der Städte mit den meisten armenischen Einwohnern im Osmanischen Reich. Heute gilt sie als Hauptstadt der Kurden. Die Polizeipräsenz auf den Straßen ist groß. Der türkische Staat will zeigen, wer hier das Sagen hat. Gafur Türkay ist in Diyarbakir aufgewachsen, als Muslim. Wie eigentlich alle anderen hier auch. Doch dann hat er herausgefunden, dass seine Vorfahren armenische Christen waren, die zwangsweise zum Islam konvertieren mussten. Er ist daraufhin wieder Christ geworden. Diyarbakir müsse endlich seine armenische Seele zurückbekommen, sagt er. Und das Herz der armenischen Gemeinde müsse wieder schlagen. Das Herz, das ist die Sub-Giragos-Kirche. Sie war fast völlig zerstört, diente als Stall und als Lagerhalle. Vor 4 Jahren wurde sie wieder eröffnet, die größte armenische Kirche im Nahen Osten. Wenn es diese Kirche nicht gäbe, gäbe es nichts, was den Armeniern hier gehört. Dann hätte diese Kirche dasselbe Schicksal ereilt wie andere Kirchen, würde verrotten. Man würde die Steine rausreißen und woanders verbauen. Früher hätte der Platz hier gar nicht gereicht für alle Armenier der Stadt. Doch wer blieb und überleben wollte, musste zum Islam übertreten. Bis zu 2 Millionen Nachfahren von Zwangskonvertierten leben heute in der Türkei, schätzt Gafur Türkay. Die wenigsten sprechen über ihre armenischen Wurzeln. Es sei ein Stigma, sagt er. Diejenigen, die mich und meine Familiengeschichte kennen, die hat das nicht allzu sehr überrascht, dass ich Christ geworden bin. Es gab aber auch einige, die irritiert waren. Einige haben es nicht offen ausgesprochen, aber ich habe gemerkt, dass sie es befremdlich fanden. Das Mittagsgebet ist gerade zu Ende. Die Kurden waren oft die Handlanger der osmanischen Herrscher, haben geholfen, die Armenier zu vertreiben. Viele wurden damals zu Räubern und Mördern. Andere aber erzählen, ihre Großeltern hätten Armenier bei sich versteckt und so gerettet. In unser Dorf kamen früher immer Armenier. Sie haben Mandeln gepflückt, um sie dann hier in der Stadt zu verkaufen. Unser Land ist groß. Auch wenn Sie eine andere Religion haben, egal, Sie können zurückkommen. Aber wenn es um Wiedergutmachung geht, das muss der Staat lösen. Das können nicht wir. Die Lösung des türkischen Staats ist einfach. Es habe keine gewaltsame Vertreibung, keinen Völkermord gegeben. Also gibt es auch keine Entschuldigung, außer von Politikern in der Osttürkei. Denn sie betrachten sich in erster Linie nicht als Türken, sondern als Kurden. Und dass ihre Vorfahren geholfen haben, die Armenier zu vertreiben, dafür bitten heute viele um Entschuldigung, sowie der Bürgermeister der Altstadt von Diyarbakir. Auch die Kurden waren daran beteiligt. Sie haben sich vom Staat benutzen lassen. Unsere Vorfahren haben damals große Fehler begangen. Nachdem die Armenier vertrieben waren, wurden die Kurden als nächste Opfer des türkischen Nationalismus. Ich sage das mit großem Bedauern. Aber die jetzige türkische Regierung ist noch nicht so weise, sich zu entschuldigen. Dass wir Kurden den Völkermord anerkannt haben, zeugt er davon, dass wir die Wahrheit akzeptieren. Natürlich reicht es nicht, sich beim armenischen Volk einfach nur zu entschuldigen. Nur wenn wir es schaffen, dass wir alle gleichberechtigt zusammenleben, dann hat diese Entschuldigung eine wirkliche Bedeutung. Sonst ist sie wertlos. Das Schicksal der Armenier
Es beschäftigt die Menschen in der Osttürkei bis heute. Früher hat es in der Gegend von Diyarbakir viele armenische Dörfer gegeben. Die Armenier hier waren vor allem Bauern. 30 Kilometer außerhalb der Stadt liegt Uvaba. Ein paar Dutzend Einwohner und vor allem Schafe. Ihr werdet nichts mehr finden, was an die Armenier erinnert, wurde uns gesagt. Und hier auf dem Hügel sehen wir auch nichts außer Stein. Aber Süleyman will uns mit seinem Sohn eine ganz besondere Stelle zeigen. Hier, sagen sie, genau hier wurden Armenier getötet und begraben. Immer wieder hätten sie Grabräuber gesehen. Sie hätten die Erde durchlöchert, auf der Suche nach dem legendären Goldschmuck der Armenier. Es ist nie schön, wenn Menschen getötet werden, egal ob Muslime oder Ungläubige. Wenn die Armenier zurückkommen würden, das ist ihr gutes Recht. Das war ja früher ihr Land. Kurden haben das, was die Armenier zurücklassen mussten, übernommen. Land, Häuser, Vieh und auch Frauen. Sevim erzählt uns von ihrer Großmutter und deren Brüdern. Wie sie gab es zehntausende armenische Waisenkinder. Muslimische Familien nahmen sie als billige Arbeitskräfte auf. Die Mädchen wurden zwangsverheiratet. Es waren zwei Jungen und ein Mädchen. Die Soldaten haben alle anderen aus der Familie getötet. Mein Opa hat die Kinder aufgenommen. Meine Oma war noch sehr jung, als er sie zur Frau nahm. Sie hieß Maria. Sie haben ihren Namen in Kaso geändert. Drei Kinder hat sie zur Welt gebracht. Aber wenn wir mit ihr über ihre Familie gesprochen haben, seufzte sie nur und sagte immer nur, oh, mein armer Vater. Die Brüder wurden später umgebracht, erzählt sie. Blonde Jungen mit hellen Augen, so wie manche von Sevims Enkeln. Ja, ich bin Armenierin. Ich bin die Nachfahrin von Armeniern. Was soll ich dazu sagen? Ich schwöre, in mir fließt armenisches Blut. Was vor 100 Jahren hier geschehen ist, es ist wie ein Fluch, der über der Türkei liegt. Aber unter dem Fluch der Vergangenheit leiden sie auch auf der anderen Seite der Grenze. Die Republik Armenien ist erst seit 1991 unabhängig. Vorher gehörte das heutige Staatsgebiet zur Sowjetunion. Das historische Armenien, das erste christliche Land der Welt mit dem Berg Ararat, erstreckte sich über weite Teile der heutigen Türkei. Heute hat Armenien rund 3 Millionen Einwohner. Doch mehr als doppelt so viele Armenier leben im Ausland, vor allem in Russland, in Frankreich und in den USA. Das Land ist arm. Das durchschnittliche Monatseinkommen beträgt gerade mal 500 Euro. Und der Ararat, er liegt jetzt in der Türkei. Nicht weit vom Flughafen der Hauptstadt Erivan entfernt haben die Bewohner des Dorfes Musaler diese Ziffern ausgelegt. Ein Mahnmal, 1,5 Millionen Tote. Und 100 Jahre später immer noch keine Entschuldigung. Das ist die Botschaft der Kieselsteine. Damit sie noch heller leuchten, bespritzen die Kinder sie mit weißer Farbe. Auch die jüngere Generation soll wissen, dass 1915 1,5 Millionen Armenier vertrieben und ermordet worden sind. Wir möchten, dass die, die das getan haben, wissen, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden können. Das Gefühl, dass ihr Volk ein unschuldiges Opfer gewesen sei und immer noch benachteiligt werde, Pfarrer Kiseblian sagt, das sei den Armeniern quasi in die Wiege gelegt worden. Unsere Kinder sind die Nachkommen der Märtyrer. Sie sind der lebende Atem der Opfer. Unsere Vorfahren leben in ihnen weiter und sie werden in Ewigkeit weiterleben. Ihre Vorfahren stammen vom legendären Musadag, dem Berg, auf dem die Armenier 1915 wochenlang Widerstand geleistet haben. Wenn die türkischen Kinder von guten Lehrern richtig unterrichtet werden, dann werden sie und auch der Rest der Welt verstehen, dass Völkermord das Schlimmste ist, was es gibt. Das Schlimmste, was einem Volk widerfahren kann. Schlimmer als ein Krieg.
Dass die Kinder seiner Gemeinde den besten Unterricht bekommen, das ist Pfarrer Kesebljan wichtig. Regelmäßig kommt er in den Kindergarten, um mit den Kleinen zu beten und zu singen. Armenische Kinder wollen, genau wie alle anderen Kinder dieser Welt auch, egal welchen Glaubens und welcher Nationalität sie sind, nur eines: Licht und Frieden. Das ist meine feste Überzeugung. Tische und Stühle im Kindergarten in den Nationalfarben. Die Menschen von Musaler sind armenische Patrioten. Wir können den Kindern nicht alles aus unserer Geschichte offen erzählen, sondern müssen vieles auslassen. Man kann es ihnen in dem Alter nicht zumuten, über so etwas Schwieriges und Kompliziertes zu reden. Wir geben ihnen vieles nur grob gefiltert wieder, mit vielen Lücken. Die lange armenische Geschichte, sie ist eigentlich nicht kindergartentauglich. Um die Seele Armeniens zu verstehen, muss man Tsitsenagabert besuchen, Schwalbenfestung, heißt die Gedenkstätte hoch über Erivan. Schon zu Sowjetzeiten haben die Armenier hier an den Völkermord erinnert. Nach der Unabhängigkeit wurde der Ort zu einem Symbol nationaler Einheit. Den Kampf für die Anerkennung des Völkermords führt der Politiker Paruş Harigyan schon seit mehr als 30 Jahren. Fakt ist, dass die Türken die Tatsache nicht verleugnen. Sie können es auch nicht. Sie sprechen von Vertreibungen, sind sich aber untereinander nicht einig, wie sie das Geschehene einordnen sollen. Aber viele Länder halten es inzwischen für offiziell bewiesen, dass es ein Völkermord gewesen ist. Gedenken für die Opfer des schon mehr als zwei Jahrzehnte schwelenden Konflikts mit Aserbaidschan, dem anderen Nachbarland, mit dem Armenien über Kreuz liegt. Das und die ungeklärte Völkermordfrage hält Armenien im Würgegriff. Je länger eine Straftat zurückliegt, desto mehr verwischen die Erinnerungen. Es gibt sozusagen ein Verfallsdatum für die Bedeutung des Ereignisses, eine Art Verjährungsfrist. Doch es rührt sich kaum etwas. Die türkische Regierung will eine internationale Historikerkommission entscheiden lassen. Armenien hält das für eine Verzögerungstaktik. Eine Versöhnung ist nicht in Sicht. Ich habe keine feindseligen Gedanken gegenüber der Türkei. Ich verstehe, dass wir zusammenarbeiten müssen. Es ist doch im gemeinsamen Interesse von der Türkei und uns, diese große Straftat aufzuklären. Opfer eines Verbrechens zu sein und dann nicht als solches anerkannt zu werden, dieses Trauma ist das Fundament der armenischen Identität. Armenien fühlt sich von Feinden umzingelt, nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich. Obwohl die Grenzen geschlossen sind, kommen viele Waren über andere Länder aus der Türkei. Das zu verhindern, hat sich Arshak Zakarian zum Ziel gemacht. Seine Waffen, eine Kamera, ein paar Schauspieler und einen Computer. Riech mal dran, fordert der Opa den Enkel auf. Das riecht nach Blut. Und der Opa ahnt, warum. Das T-Shirt kommt aus der Türkei, aus dem Land, in dem ihre Vorfahren vor 100 Jahren getötet wurden. Ein Videoclip, produziert fürs armenische Fernsehen und fürs Internet. Ich bin kein Extremist. Ich bin nicht der Meinung, dass wir uns gegen unsere Nachbarländer abschotten sollten. Aber es sollte Gleichberechtigung herrschen. Es ist nicht fair, dass sie ihre Grenzen für uns dicht machen und wir trotzdem ihre Produkte kaufen. Das geht nicht. Seitdem er seine Kampagne gestartet hat, erzählt Zakarian mit Stolz, würden immer weniger türkische Waren in Armenien verkauft. Erivan wirkt an vielen Ecken modern, ein bisschen westlich sogar.
Doch sobald man die Hauptstadt verlässt, beginnt eine Zeitreise ins letzte Jahrhundert. Gyumri ist die zweitgrößte Stadt Armeniens, liegt nahe der türkischen Grenze. 1988 schwer zerstört durch ein Erdbeben und vieles liegt seitdem immer noch in Trümmern. Der Wiederaufbau ist ins Stocken geraten. Zweisprachige Straßenschilder erinnern an die sowjetische Vergangenheit. Einige Kirchen sind immer noch nicht wieder eröffnet. Viele Straßen sind kaum passierbar. Gagik Saksian hat als Feuerwehrmann gearbeitet, jetzt ist er Rentner und muss mit seiner Frau und der ganzen Familie seit 27 Jahren in einer Baracke hausen. Wissen Sie, damals, zur Zeit der Sowjetunion, war es irgendwie einfacher zu leben. Jetzt gibt es natürlich schon Schwierigkeiten, aber wir sind frei, leben in unserem freien, unabhängigen Armenien. Aber das freie Armenien, es ist arm. Unser Land ist wie ein Kind. Es ist klein, wird langsam größer und irgendwann wird es auf den eigenen Beinen stehen. Warum sollte ich auswandern? In einem anderen Land bist du doch nur ein Gast. Hier sind die Gräber meiner Mutter und meines Vaters. Ich kann nicht einfach weggehen. Hier sind wir Armenier, Herren unseres Landes. Gyumri leidet mehr als andere Regionen Armeniens unter der wirtschaftlichen Isolation. Es liegt wie hinter einem eisernen Vorhang. Investitionen kommen hier nicht an. Dennoch liebe ich mein Land und es erwartet uns eine sehr gute Zukunft. Wir Armenier sind geduldig und Geduld führt immer zum Sieg. Geduld. Gerade in Gyumri brauchen die Menschen sie. Die alte Heimat, die heute in der verhassten Türkei liegt, sie ist zum Greifen nah. Bei der Zugfahrt zwischen Erivan und Gyumri erkennt man sie mit bloßem Auge. Doch sie ist unerreichbar. Die Grenzübergänge geschlossen. Die Erinnerungen an 1915, sie verfolgen die Menschen auf beiden Seiten der Grenze. Armenier und Türken leiden unter diesen offenen Wunden. Heilen werden sie nicht von allein.